frag die einfach mal. Okay, ich soll den Boden-Pokémon, den Normaltrainer machen. Das wäre dann da. Weiß nicht, gibt es irgendwie so eine Reihenfolge, wie man welchen Orden machen soll? Das wäre jetzt der vierte Orden, den ich machen müsste, okay? Und die empfiehlt mir jetzt, den Normalorden zu machen. Also die Psychotante soll der siebte sein. Oder die siebte. So, der wäre Nummer 5. Auch schon mal sehr cool. Also ich soll laut der Seite hier soll ich erst ihn hier machen. Bulla den die Arena aufsuchen. Okay. Das Problem ist nur, wenn ich da jetzt wieder zurückgehe, dann werde ich selber sehr viel Downgrade haben. Also nicht Downgrade, sondern muss ich da wieder zig Sachen erkunden. Na, dann müssen wir hier alles erkunden, dann müssen wir da hoch. Könnten hier aber Gesteinsherrscherorden machen. Gehen wir mal nach Missalona City. Machen wir es einfach. Weil die Gegner sollen jetzt easy peasy werden. Bin mal gespannt.
Oh, cool, Shinox. Jetzt treffen wir uns Level 8 Pokémon, ach Bruder. Ja, kein Wunder, dass ich da ewig gebraucht habe. Ach. Ja, jetzt wird es ein Spaziergang, glaube ich. Ist wahrscheinlich ziemlich easy dadurch, ey. Ach, Junge. Naja. Ja, aber. Also mir persönlich ist es egal. Aber weiß nicht, das stört mich jetzt gerade so ein kleines bisschen. So, ich möchte am liebsten wie in allen normalen einfach loslegen. Na? Aber weiß nicht, ist Level 11. Das heißt, die werden überhaupt kein Problem für mich sein. Im Gegenteil. Das ist schlecht. Oh. Warte mal, was ist das für eine... Oh mein Gott. Micro. So, jetzt mache ich mir erstmal einen Screenshot von diesem... dieser Karte hier. Also ich habe es jetzt von GamePro. Hab ich das jetzt hier? Weil die meinen, fühlt sich natürlich an. Und ich mag es, wenn es sich natürlich anfühlt. Gucke gerade, ob was für Entwicklung der hat. Achso, der ist seit der 8. Entwicklung, schade. Das ist auf jeden Fall ein cooles Pokémon, was wir in der 8. Generation auf jeden Fall spielen werden. Ja gut, dann werden wir das jetzt so machen. Habe ich irgendein Pokémon, was ich ganz gerne trainieren möchte? Kommt mal Knabo nach vorne. Natürlich werden wir jetzt auch hier sehr, sehr viel erkunden. Ich meine, man kennt mich einfach, ne? Ja, also, wie gesagt, was mich sehr gerade gestört hat, war einfach... weiß nicht, ich mag es einfach nicht, wenn du in Orte auftauchst, ne, wo dann einfach, keine Ahnung, Level 40er Pokémon auftauchen. Ich mag es einfach, ne, ich mag es zu erkunden. Sehr, sehr sogar. Macht für mich mega viel Spaß. Ich liebe erkunden. Gut, dass das jetzt hier ein Labyrinth ist, natürlich nicht ganz so cool. So, ein Hariyama ist einfach hier. Interessant. Wahrscheinlich Level 40. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Oh, cool, ein Spoink. Ja, ich mag das einfach nicht, weil Level 40, da kommen wir später erst hin, so, ne? Weil wir sind ja selber noch nicht auf 40. Das heißt, ich encounter die, weil ich dachte, oh cool, neues Pokémon.
Ne? Möchtest du vielleicht versuchen zu fangen, ne? Und dann boom, klatscht dich komplett weg. Weiß nicht, ist nicht so meins. Ansonsten, gerne. Also, ich hab kein Problem damit. Wenn das Spiel einen sagt, alles klar, du kannst machen, wie du magst, so. Aber wenn es sich einfach so anfühlt, dass man erstmal, keine Ahnung, trainieren muss. Ne, und dann andere Kämpfe sind so easy going, die du so nebenbei wegklatscht, weiß nicht. Das zeigt dir dann irgendwie, ja, weiß nicht, ist doch nicht so der Spielspaß, finde ich. Also so fühle ich mich jedenfalls. Dann. Nicht, dass es Spaß macht. Oh cool, ein Vollbeat. Oder ein Illumisa. Na? Also so sehe ich das. Ihr könnt mir natürlich gerne schreiben, was ihr da meint von, ne? Aber ich weiß nicht, ich mag das irgendwie, wenn das alles so nacheinander, alles immer weiter, immer mehr so wird. Ah ne, in Zierpurze ist das, okay. Schade, ein Vollbeat oder Illumise wäre besser gewesen. Weil die habe ich noch nicht. Ach, warte, scheiße. Machen wir mal Nachtnebel. Also gut Damage gemacht, Nachtnebel. Ist cool. Dass man so im Hintergrund dann so das, die Augen sieht. Ist cool. So, besiegt. Naja, machen wir einfach so weiter. Ansonsten, ihr seht ja. Ich bin mehr am Erkunden, tatsächlich, als, ja, ich fange mehr Pokémon, ne? Beziehungsweise die Items, alles so durch. Anstatt so richtig, ja, die Arenen und so weiter durchzuziehen. Aber so macht es mir auch tatsächlich am meisten Spaß. Ne? Also finde ich eigentlich ganz cool so. Dafür streckt sich das Projekt auf jeden Fall. Ne? Weil ich versuche jetzt so ungefähr immer so. Ja, ich weiß nicht, ob es klappen wird. Aber ich versuche dann immer so eine circa eine halbe Stunde die Parts zu machen. Ne, damit die nicht zu groß sind, weil das war ein Kritikpunkt von euch. Dass die Parts doch so ein bisschen kürzer sein sollen. Was okay ist. Also mir persönlich ist es eigentlich egal. Aber gut, dadurch habe ich dann wahrscheinlich hab ich mehr Parts, so, ne? Weil. Klar, ich habe jetzt eine längere Auszeit genommen. Das heißt, jetzt muss sich der Algorithmus erstmal wieder reinfinden. Bei mir. Das ist halt schade. Na gut, und das Projekt jetzt ziehe ich natürlich jetzt mehr vor. Hab natürlich noch andere Spiele schon los angefangen. Die kommen dann natürlich alle erst im Nach danach. Ich meine, ist ja egal. Und Blut. Ach Mist.
wollte ich gar nicht. Oh, es hat überlebt. Na gut, wir haben jetzt noch keine starke Feuerattacke. Cool, das ist nur ein Item. Belieber. Oh, cool, Damiaplex. Ja gut, die sind natürlich jetzt wieder stärker, ne? Ach. Klar! Ist ja normal Pokémon. Ach, Bruder, bin ich schlecht. Sandwirbel! Oh mein Gott! Bruder, willst mich verarschen? Und trifft noch. Na ja, gut. Oh, Junge, Sandwirbel ist fast für mich ein K.O. Meine Attacken treffen einfach null. Niette. Warum auch? Ein Sandwirbel. Boom. Ich habe keine Genauigkeit. Was ist Genauigkeit? Attacken treffen? Nein, Mann. Sandwirbel. Ich hatte noch nie Genauigkeit. Ich habe nie Genauigkeit. Ist instant weg. Ich habe sowieso schon, davor habe ich schon eigentlich 100% Unglück. Aber mit einem Sandwirbel ist das schon fast wie 4 Zahlen im Lotto richtig. Ohne Witz. So ein Glück habe ich. 4 oder 5 Zahlen sind das sogar. Oder eine 10er-Quote oder eine 10er-Kombi bei Tipico. Ich wechsle mal aus, das hat keinen Sinn. Nein! Ist ja noch auf Pokéball geswitcht, scheiße. Da geht natürlich instant raus. Oh, doch nicht. Ja, aber ist meistens so. Vor langer Zeit hat, als es zahlreiche natürliche Feinde hatte, soll es stärker gewesen sein und sich aus eigener Kraft entwickelt haben. Okay. Hat Damiaplex nicht noch eine Weiterentwicklung? Ja gut, hat sich damit geklärt. Nein. Ist ja gut. Lass mich doch nur philosophieren. Ach, das ist schon die Weiterentwicklung. Cool. Kranowitz. Das finde ich natürlich cool, dass man gleich schon die Weiterentwicklung hier findet. Boah, meine Ohren tun langsam weh, ey. Na, den ganzen Tag schon die Kopfhörer auf den Ohren. Meine Ohren sind sowieso ein klein bisschen empfindlich. Nein! Das war doch schon dreimal. Naja. Schön. Habe ich das Pokémon auch schon mal. Ja, ein bisschen EP haben wir auch bekommen. Es ist sehr klug und er lernt mit Leichtigkeit die Handhabung von Werkzeug, das es mit seinem Schnabel oder den Krallen bedienen kann.
Bruder, richtig geiles Pokémon, ey. So, und auf Level 38 entwickelt sich das nochmal. Mega cool. Deswegen in Generation 8 werde ich das safe ins Team nehmen. Oh, ein Laufeo? Oder Laufeo? Oder. Ach, keine Ahnung. Laufeo, hatte ich doch richtig gehabt, ja. Sag mir bitte, dass du ein Feuer-Pokémon bist, bitte. Boah, ich hasse mein Leben, ey, ohne Witz. Mann. Das wird doch schon wieder scheiße. Ist natürlich noch normal. Ach so. Ich dachte, das wäre die Fähigkeit von ihm. Und ich dachte so, hä? Wird den Feuerwirbel getroffen? Guck. Ich bin komplett aus dem Pokémon-Game raus. Ohne Witz, ich bin komplett raus aus diesem, aus dem Game, ey. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Naja, ich kann mit dem Rechten auch nicht mehr. Das ist natürlich bitter. Ich meine natürlich, was ich machen könnte, wäre umswitchen auf mein Membranmikrofon und ich würde einen Kopfhörer drin machen, die ich dann nur so ins Ohr reinschieben muss. Ups. Was, ein Nizza? Die ganze Zeit nur ein Pokémon sammeln, ey, meine Güte. Ich guck gleich mal, wie viele Pokémon ich schon gefangen habe, ey. Auf jeden Fall zu viele. Wir kommen einfach nicht weiter. Sind an Felsen oder Bäumen eigenartige Zahnabdrücke zu finden, lebt wahrscheinlich ein Milz in der Nähe. Geil. Ich habe 71 Pokémon schon gefangen. Meine Güte. Ja, ich mache nichts anderes. Ich mache nur das. So, und jetzt können wir auch noch Wasser-Pokémon begegnen. Das bedeutet noch mehr. Na ja, gut, das ist jetzt. Aber lustig, so ein Luftkissen extra. Terminal Knabbern. Cool. Es macht mir aber auch am meisten Spaß, tatsächlich, das Fangen. Es ist von Natur aus sehr brutal. Sein Kiefer ist so stark, dass es Zahnabdrücke auf Stahlplatten hinterlassen kann. Krass.
Nummer 138. Das ist schön, dass Entons bei mir rumschwirren, aber ich hätte irgendwie Bock auf ein Carportor. Kehrtwende, okay. Machen wir mal so. Die urzeitlichen Vorfahren dieses Pokémons waren etwas stärker als ihre heutigen kümmerlichen Nachkommen. Ach du Scheiße. Oh Mann, ey. Da haben sie ja wirklich Carpador geroastet mit, ey. Armes Carpador. Der ist ein Bamilin, okay. Einfach mal Carpador geroastet, ey. Hey, das ist dieses neue Pokémon. Genau, Picuda. Oder Neuer. Ich weiß gar nicht, ob das aus der 8. Generation auch ist. So, Picuda wurde gefangen. Beute erlegt es durch Stoßangriff mit seinem harten, spitzen Kiefer. Wegen seines schlechten Sehvermögens ist die Erfolgsquote jedoch gering. Sieht aber trotzdem cool aus, das Pokémon. Feier ich auch nochmal. Scheint auch eine. Scheint eventuell eine Entwicklung auch noch zu haben, ne? Und da vorne haben wir noch ein Geweiher. Ich komme hier nicht weg, Leute. Ich komme nicht hier weg. Ja, gut, wird ein langweiliges Projekt. Weil ich die ganze Zeit nur am Pokémon fangen bin. Ja, tut mir leid, Leute. Wenn ihr Spannung habt, ich denke mal, es gibt tausend andere, die das besser let's playen. Na gut, jetzt müssen wir nochmal genauestens differenzieren, beziehungsweise für einen ne, gucken, was heißt denn besser let's playen. Ja gut, qualitätstechnisch, ja. Gut, da brauchen wir nicht drüber reden, das stimmt, ja. Da bin ich auf jeden Fall ein bisschen schlechter. So. Aus dem Fortsatz an seinem Körper sondert es eine süßduftende, sirupartige Flüssigkeit ab. Es lebt in Tümpeln, die reich an Wasserpflanzen sind. Ja, aber ich meinte jetzt einfach so, die sowas jetzt eher im Nachhinein oder im Schnelldurchlauf machen. Weil, sagen wir es mal so, im Grunde habt ihr da nicht viel von, was ich jetzt hier mache. Hm, hier kommen wir jetzt eigentlich wieder hoch. Vielleicht da hinten. Merrill. Ach ne, das haben wir schon. Das haben wir schon, das Pokémon. Da brauche ich nicht nochmal.
Guck mal, jetzt sind wir an dem Ort. Wo wir, glaube ich, gar nicht hin wollten. Na. Klibunkeltoxin. Also, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr weit weg. Gehen wieder zurück. Na gut, Leute. Ich mach jetzt auch erstmal Schluss. Ich würde gern weiterspielen, aber ich kann die Kopfhörer nicht mehr lange auf den Ohren halten. Ja. Also für mich ist dieses Spiel extrem lang. Also es wird noch sehr lang werden. Ach, mein Genie-Streich von mir. Also ich glaube, gehe sehr stark davon aus, dass es sehr lange dauern wird, bis wir es durchspielen werden. Ja. Wenn ihr Bock habt, freue ich mich natürlich, wenn ihr weiter einschaltet. Genau, kurz zu dem Picknick mal gehen. Auch wenn der Typ überhaupt nicht vertrauenswürdig aussieht. Ja. Naja, auf jeden Fall so werden die Parts dann sein. Hauptsächlich. Pokémon fangen, etc. etc. so. Aber vielleicht macht es euch genauso viel Spaß. Schreibt es mir in die Kommentare. Wie gesagt, schaut bei Twitch vorbei, da streamen wir das Spiel und auch viele andere.